Herzlich willkommen zurück, schön, dass ihr da seid. Ich bin euer Sly und wir haben dumme Ideen, liebe Freunde. Also, wir haben jetzt hier technisch, ja, eine Stelle für Rohöl vorbereitet. Diese aktivieren wir jetzt. Das heißt, alles an Rohöl, was wir haben, wird hier reingepumpt. Und das werden wir dann nachher mit dem Anschluss von Strom und Co. dahin umsetzen. Ne? Diese Pumpe wird dann funktionieren und dann da reinsetzen und Rohöl als erstes nehmen, um hier ein System zu erzeugen. Was Sinn und Zweck des Ganzen ist. So. Dafür brauchen wir Öl. Und damit wir Öl bekommen, musste der Sly irgendwie an Öl rankommen. Wir hatten mal eine Zeit lang das große Glück, dass wir hier irgendwie Slicks hatten, haben einen Teil des Öl dummerweise aber an anderen Stellen verloren. Sagen wir es so, wie es ist. Das kriegen wir nicht mehr wieder. 81 Kilogramm tut ein bisschen weh. 8 Kilogramm vertragbar. Ich frage nur ungern, aber... How does this happen? Also ich freue mich ja, dass das hier alles hinkriege, aber... Die drei... machen eine unpassierbare Passage. Oh, funny, weil drei Liquids aufeinander sind, darum muss ich die erst brechen, damit es hier wieder sinnvoll absackt. Oh, funny. So, der muss ja noch weggewischt werden, damit ich hier nur Salzwasser habe. Und jetzt kommt Schmutzwasser drauf. Genau, weil Schmutzwasser kann ja bleiben, wie es ist. Das juckt mich nicht. Danke. Jetzt habe ich auch die Bewegung da wieder drin. Ich habe mich gewundert, warum hier das nicht so läuft, wie es sollte. So. Und damit wir Rohöl haben... Ihr seht, zack, Rohöl ist schon verschwunden, ist hier in der Leitung. Ein Witz von Rohöl, muss man dazu sagen. Habe ich gedacht, gut, müssen wir nach unten. Habe ich beschlossen, hey, wir haben hier sowieso eine sehr, sehr lange Leiter. Von der Spitze bis nach unten, so zu meiner Mainleiter. Die konnte ich nicht ganz durchziehen. Habe ich gesagt, egal, wir gehen so tief es geht. Also gehen wir hier weiter, hier bauen wir jetzt auch noch einen hin. Und auf der Suche nach Rohöl. Gradation, das ist der Boden. Haben wir nicht gefunden. Ja, gut, fuck it. Machen wir erstmal eine Sauerstoffversorgung, weil hier unten war kein Sauerstoff. Und wir müssen irgendwie Sauerstoff dahin kriegen. Da habe ich festgestellt, oh, ich habe hier einen Sauerstoffbereich. Hab den aufgemacht und da platzte direkt erstmal instant, moin Notbär, platzte erstmal instant das Trommelfell des Duplikanten. Ich so, hä? Und ich stellte fest, oh, da sind 125 Kilogramm Sauerstoff drin, ne? Ei, der Teufel, das ist aber ganz schön viel. Was machen wir also, wenn wir 125 Kilogramm Sauerstoff haben? Das, was jeder gute Junge macht. Und wir öffnen die Tür. Das schauen wir uns mal an. So, also wer mal sehen möchte, wie Sauerstoff in einem großen Maß rausdringt. Was? CO2? Ah, das wird jetzt komprimiert. Sauerstoff? Vorhanden. Das sind ein paar Kilogramm Sauerstoff, die jetzt hier gerade rausströmen. Und dafür wahrscheinlich schnell sorgen werden, dass ich hier gleich überall Überdruck haben werde. Aber ich finde es schön, dass meine Duplikanten erstmal hier runtergehen und alles aufsammeln, als gäbe es keinen Morgen. Hier kommt natürlich auch noch eine Rutschstange hin, aber... mir ging es erstmal um eine sinnvolle... Sauerstoffversorgung der unteren Ebene, nennen wir es so. Leider haben wir hier kein Öl. Was schlecht für mich ist. Ach ja, und dadurch, dass die Tür gebaut haben, haben die Pips jetzt Zugänge zu meinen Lagerbehältern. Darum liegen hier alle Sachen. Egal, wir lassen die Pips Pips sein. Juckt mich gerade nicht. Ja, hier läuft alles. Oh, noch eine lustige Sache. Wir haben hier das Vakuum gepumpt. Wie ihr seht. Wir haben ein Vakuum. Ein erfolgreiches Vakuum. Was? Ich bin mitten in der Aufnahme. Da, wie schnell ist der Moment? Kann das 15 Minuten warten? Nein? Okay. Ich bin sofort wieder da. Moment.
Bitte, so. So ist das manchmal. War schneller als eine Minute. Sorry für. Ich könnte es rausschneiden. Ihr könnt auch mal die 10 Sekunden vorspulen. So, wo waren wir? Genau. Und damit ich das hinkriege, brauche ich Öl. Aber Öl war hier unten nicht gegeben, liebe Freunde. Also muss ich mir eine andere Lösung einfallen lassen. Ihr seht schon hier, der Sauerstoff sammelt sich jetzt auf. Was auch nicht schlimm ist, das ist ja auch Sinn und Zweck der Sache. Ich werde jetzt hier auch die Tür jetzt einmal glatt schließen. Weil da habe ich hier immer noch 40 Kilogramm Sauerstoff. Wer weiß, wann ich die nochmal brauche. Aber für die Erstbestückung an Sauerstoff ist das mehr als ausreichend. Die Tür hat wahrscheinlich noch 7, ne? Check mal gerade, da kommt wahrscheinlich schon derjenige. Guck. Zack, Tür zu. Ist okay, haben wir 40 Kilogramm Sauerstoff. Hier sind 28 Kilogramm. Ey, habe ich jetzt erstmal lange Ruhe. Der ganze Bereich voller Sauerstoff. CO2 habe ich hier übrigens, wie ihr seht, hier nicht mehr durchlässig gemacht. Hier zu. Das ist CO2 hier. Ja, das stoppt sich hier gleich auch auf. Dass sich das CO2 hier immer anfängt und dann hier runterfällt und hier umgewandelt wird. Also das ein bisschen abgegrenzt, damit mein tiefster Punkt anders ist. Ich muss an Öl. Also habe ich hier angefangen, damals schon, ihr seht das hier, nach und nach Ebenen auszutauschen, sagen wir es mal so. Lustig, den muss ich noch umwandeln in einen Stein, damit hier immer noch Schmutzwasser abbaue. Und die einzige Möglichkeit, an Öl zu kommen, ist das hier. Und indem ich jetzt hier Öl auffange und es hiermit nachher wieder zurückschicke. Das ist meine einzige Möglichkeit, die ich momentan habe und die ich sehe. Sandstein und Sand. So. Das heißt, wir werden hier reingehen. Und ich bin nicht sicher, ab wann meine Duplikanten den Verbranntstatus bekommen. Ob es ab 80 Grad ist oder vorher. Das finden wir jetzt raus. Indem wir hier reingraben. Wir graben jetzt hier rein und werden versuchen, das Röhl anzustechen. Und danach hier reinzugehen und den Bereich anzustechen. Ich habe hier drin Vakuum, weil es waren 3 Türen. Die habe ich jetzt also in dem Sinne immer einmal geöffnet. Und ein Vakuum selber ist erstmal gut, weil ist nicht super heiß. Hier drin habe ich gleich Gase. Und das wird interessanter. Und ich werde auch versuchen, erstmal nur das Flüssigkeitsfeld anzustechen. Auf der Hoffnung hin, dass hier ein bisschen Flüssigkeit abfließen wird. Weil das ist nicht viel Menge. Ich könnte Glück haben, dass das schon ein bisschen dazu reicht. Genau. Hier, ihr seht, ist immer noch ein Vakuum. Und jetzt ein bisschen drin rumzuwischen. Genau, und das ist schon mal super. Das heißt, hier muss ich mir gleich mal Gedanken machen, dass ich mir hier ein kleines Pumpbecken baue. Wovon ich davon ausgehe, dass das Ding ist zum Zurückschicken, weil ich habe hier nichts anderes. Ja, muss ich nachher einen Forscher einmal wieder rüberschicken. Was können wir jetzt schon machen? Wer ist denn hier mein Forscher? Forscher, vorne mit Vollstudien hier. Misiara? Schmitzel! Wir schicken immer Schmitzel rüber. Teleportempfänger. Sender. Ach, wir schicken die gute Misiara rüber. Aktivier Autoernte. Ich verstehe auch gar nicht, warum du nicht geerntet wirst, mein Freund. So, wir schicken die Misiara rüber. Genau, nehmt euch die Saat. Auch hier Strom. 4 Stück mittlerweile. Pff, easy, nur einer läuft noch nachts über. So. Und Teleport rüber. Gute Nacht. Noch habe ich ein Vakuum hier. Ich möchte eigentlich das anstechen. Ob ich das alles so schaffen werde, wie ich es mir vorstelle? Keine Ahnung. So, hier oben wird das jetzt erstmal aktiviert. Damit könnte ich nämlich nachher was rüberschicken. Was vom Vorteil wäre, weil das möchten wir ja. So, sehr schön. Das heißt,
Wir schicken jetzt Miss Yara auch wieder zurück. Wir schicken Miss Yara jetzt auch wieder zurück. Ja, why not? Wir waren noch einmal kurz zu Besuch hier. Teleport und rüber. Du darfst wieder deine Dinge gehen. So wie es gehört. Sauerstoff müsste mittlerweile auch sehr schön hier unten alles verteilt sein. So wie es gehört. CO2, 6 Kilogramm CO2 aufgesteckt, als gäbe es keinen Morgen. Sehr schön. Ah, sehr viel Sauerstoff hier. Das finde ich sehr gut. Auch hier, der Filter hat hier einiges gebracht. Der hat die ganze Ebene sauber gezogen. Sehr schön. Sohlebecken ist mittlerweile groß geworden. Ich will mir überlegen, ob ich ein Ziegel noch tiefer setze. Weil eigentlich soll das Salzwasser nur durchlaufen. Verschmutztes Wasser muss ich mir nachher irgendwie anders ziehen. Nochmal schauen, ob das so alles hinhaut, wie ich es mir vorstelle. Eigentlich soll das Salzwasser hier runterlaufen. Eigentlich. Verstehe aber auch nicht. Also eigentlich müsste hier nur das Schmutzwasser rauslaufen. Was hier oben drauf landet. Naja, das machen sie schon. So. Wir haben das, was wir hier wollten, gemacht. Jetzt bauen wir uns eine Mini-Pumpe. Mhm. Drei Felder. Brauche ich die Pumpe? Mhm. Kann ich die Pumpe darüber bauen? Finden wir es raus. Liquid Wall Pump. Natürlich kann ich. Ah, schön, natürlich kann ich die rüber bauen. Oh, schön. Ich hab nie an dir gezweifelt. Wir haben sehr viel Kupfer. So. Ich muss ja irgendwie das Öl, was ich nachher habe, rumkriegen. Und das sehe ich nur hier. Dafür brauche ich keinen Strom. Das Ding kann Liquids nachher so aufnehmen. Und das Liquid, was ich nachher bekomme, so, das sollen sie bauen. Okay, da kommen sie noch nicht hin. Na, hilft mir alles nichts. Bin gespannt. Kriegen wir die Verbrennung oder kriegen wir sie nicht? Das ist der Bereich, wo ich das Öl dann reindroppe, rüberschicke. Und dann müsste es drüben auf meinen anderen Planeten rauskommen. Mit der höchsten Wahrscheinlichkeit ist das ein Ausgang hier. Und ich könnte jetzt das Öl nehmen und durch die ganze Welt schicken. Sagen, ne? Aber fuck, das kann wirklich mal weg. das ist Ethanol gewesen. Ich glaube, wir bauen wirklich die Leitung. Ja. Ich glaube, die bauen wir wirklich. Wüsst du nicht, was dagegen spricht? Seriously, ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Muss das Öl da ja irgendwie reinkriegen. So, dann kann das nämlich die Main-Kolonie erstmal machen. So, was macht ihr kleinen Stinkerchens? Hm.
Oh, direkt ein Krankenbett, meinst du? Ich will kein Krankenbett. Er will kein Krankenbett. So. Heiß. Fleisch ist super. Ach, sieht gut aus. Ich glaube auch ab 80 Grad erst. Wird natürlich dann hier der Fall. Aber vielleicht habe ich Glück und ich kann das so gerade ein bisschen anschmitzeln. Ich würde den kleinen Slickster ja gerne rauslassen, ne? Aber ich glaube, das große Glück werde ich nicht haben. Könnte aber hier nachher die Luke aufmachen. Dann hätte ich das CO2, was hier drin ist, für den Slickster als Nahrung. Aber erstmal muss ich das hier aufbrechen, damit ich da irgendwie das Rohöl rauskriege. Hm. Ich glaube, das ist bisher die beste, ungefährlichste Art, an Rohöl ranzukommen, ohne direkt instant zu sterben. Das sind echt immer nur ein paar Gramm, ne? Und ich muss das nachher echt hochschicken. Aber ich könnte nachher auch CO2 hier reinpumpen, ne? Mit einer kleinen Wallpump hier unten. Und dann gib ihm. Einfach hier rüber rein. Hm. Immer, wenn ich den aufgebrochen habe, kann ich auch ein Loch hier reinpumpen. Dann habe ich drei Bereiche, in denen Slicks da rumlaufen. Bei denen kriege ich nicht mehr. Hier, guck durch das Rohöl an. Oh Gott, ein Traum. Hier ist eine Spornblüte, da will ich aber nicht hin. So, dann geben wir hier erstmal den Befehl, dass das auf jeden Fall important ist. So, eigentlich müssten sie jetzt ja erstmal alles bauen. Eigentlich müssten die Bausachen jetzt das wichtige Prio-Ding sein. Kabel und Leitern sollten relativ fix gehen. Hm, noch verbrennt keiner. Das macht doch nicht wirklich Sinn mit den Flüssigkeitsrohren, die du gezogen hast. Die müssen doch, wenn direkt in der Metallschmelze oder nicht zur Pumpe, oder? Die müssen zur Metallschmelze und das ist die Rohrleitung, die ich gezogen habe, Bunker Brother. Kannst du dir gleich anschauen. Hm, so. Es wird gerade an meinem Rohrsystem gemeckert. Das kommt hier raus, geht hier rüber, geht hier hoch und geht hier genau in meine Schmelze rein. Tada! Top. Vom Profi persönlich. Kein Profi. Bitte Leute, nehmt mich nicht für ernst. Ich bin auch nur ein Nubbel. Ah. Mir wieder das Salzwasser hier reinkommt, aber das ist eine andere Problematik. Solange hier sauberes Salzwasser drin ist, ist mir alles recht. Aber ich muss die Sohle irgendwann wieder anschmeißen. Das heißt, ich muss das hier irgendwann. Ach ja, ein Problem für Zukunftsly. Hauptsache, er macht erstmal eine Sohle. Mhm. Ah, ich hab die Brücke vergessen. Ja, die kommt noch. Genau, eins nach anderem. Wir haben ja auch schon ein bisschen Öl drin, ne? Ich werde versuchen, das hier anzustechen und hoffe, dass das ausreicht, dass hier nur so ein bisschen durchkommt. Das heißt, alles, was jetzt hier durchkommt, werde ich instant einmal den Befehl geben, solange es klein ist, zu wischen. Und das sieht gut aus. Ich glaube, das könnte ausreichen, nachher sinnvoll Öl zusammenzubekommen. Ihr könnt schon zu viel sein, das ist aber nicht schlimm. Ich will hier oben die Flüssigkeit haben. Verbrühung. Ja.
So, wir sind jetzt leicht verletzt und überhitzt. Wir lassen die jetzt erstmal den Teil da fertig bauen. Ah, Cox hat's erwischt. Ich hab's schon fast mehr. Mäßige Verletzung, Hitzeschlag. Athletik minus 6, klatschnass. Ja, komm, so schlimm war das doch gar nicht. Okay, das sind halt echt ein paar hundert Kilo. Aber ich brauche auch ein paar hundert Kilo Rohöl. Ich könnte gezielt das aufmachen. Slido-Genie. Da habe ich die Temperatur zwar auch drin, ne? Aber ich habe das Rohöl hier liegen. Ich ziehe das einfach noch länger und dann ist das Rohöl auch kalt hier. Sind beide hier? Nee, ich wollte gerade sagen, guck mal. Oh, die Makis, komm mal her. Genau, mach mal. Ach Gott, das ist das Essen. Mach mal auch mal die Tür hier auf. Die Türen haben mal gerade 6. Das muss ja nur auf. Der Slickster, ob der reinkommt oder raus, ist mir auch egal. Der Hatchling kommt da auch rein, ja. Das Vakuum dürfte sogar noch halten, weil nur die Flüssigkeit durchkommt. Die 75 Grad sind mir fast egal. Na, ich hätte das gerne noch in der Aufnahme. Dann mach das mit Schalter, da sonst deine... Hast auch recht. Habe ich genug für eine Automation hier? Ha! Was frage ich? Natürlich habe ich genug. Umso besser. Zwei Schalter. Auch aus Blei. Sehr gut. So, das kriegt mir gerade eine 6. Das sollten sie dann doch eigentlich relativ gut hinkriegen. So, dann haben wir das in der nächsten Folge. Ja. Ich glaube, das wird was. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, euer Sly. Ciao.